Hallo liebe Kinder, liebe Erwachsenen, herzlich willkommen zum Schmetterlingsmalen. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Lust auf Schmetterlinge. Und wir finden sie ja auch schon wieder draußen. Es blüht und es grünt und das gefällt den Schmetterlingen gut. Ich hoffe, es gibt viele, viele Blümchen für die Schmetterlinge in diesem Jahr, dass wir wirklich viele davon sehen. Und jetzt wollen wir auch einen davon auf unser Papier malen. Liebe Eltern, wir malen wieder mit Pastellkreide, mit Softpastellkreide und wir malen hier auf einem etwas farbigen Karton. Und so als kleiner Tipp, solche Bilder, wie ich jetzt, dieses Motiv, was ich jetzt male, sieht auch sehr, sehr toll aus, auf einem ganz farbigen Karton. Die Kreide, die hält, die deckt sehr gut auch auf dunkleren oder auf sehr farbigen Papieren, also es kann wirklich richtig grün, pink, dunkelblau, auch schwarz sein. Auch darauf sieht Kreide fantastisch aus und hält auch sehr, sehr gut darauf. Dann kann man auch einfach mal die Farbe der Pappe einfach als Hintergrund stehen lassen. Man muss nicht immer dann alles ausmalen. Aber natürlich geht auch dieses Motiv mit Buntstiften, mit Filzstiften, mit Wasserfarben, was immer euch einfällt, wird schon toll aussehen, da bin ich ganz sicher. Also Kinder, jetzt geht's los. Ich habe hier wieder einen dunklen Stift zum Vormalen und jetzt ist eine ganz wichtige Form und ich glaube, das kriegt ihr alles hin, das ist ein Kreuz. So eine Kreuzform, zwei Linien, die sich überkreuzen. Jetzt halte ich mal ein bisschen meinen Kopf schief, weil ich das nicht so mache wie eine Straßenkreuzung oder so, sondern so ein bisschen schief, so vielleicht von einer Ecke in die andere. Das klappt ganz gut. Also von der Ecke so ein bisschen schief in die andere. So ganz groß. Ist die erste Linie. Ah, ihr könnt sehen. Prima. Und die zweite Linie mache ich mal so hier rüber. So, vielleicht von hier oben. Ganz fest. Hier nach unten. Und diese Linie darf ruhig ein bisschen länger sein. Die darf ein bisschen mehr in die Ecke kommen. Der Schmetterling darf so richtig groß sein. Das ist ja unsere Hauptperson oder unser Haupttierchen heute. Ja, da haben wir also jetzt das Kreuz. Das kriegt ihr hin. Und jetzt kommt der Körper des Schmetterlings. Und ihr wisst ja alle, es waren mal Raupen. Und aus den Raupen sind die Schmetterlinge geschlüpft. Und jetzt male ich mal erstmal hier einen Kopf hin. So, einen Raupenkopf. Da den Schmetterlingskopf, der mal Raupe war. Und dann kommt hier runter so der Körper. Ganz langer, eine ganz lange Form. Das ist ja eigentlich ziemlich klein, ne? Riesengroße Flügel und ein kleiner Körper. Super. Haben wir schon eine Menge geschafft. Jetzt mache ich was ganz Einfaches. Jetzt nehme ich mal hier oben diese Stelle und die verbinde ich. Ganz bisschen gebogen. Und schwupp, da bin ich schon. Und das mache ich auf der anderen Seite ganz genauso. Und schwupp nach unten. Ja, wunderbar. Seht ihr? Da sind schon zwei Flügel. Oft haben aber Schmetterlinge auch vier Flügel. So zwei, einen großen hier oben und noch einen kleinen hier unten. Und das kriege ich auch ganz einfach hin, indem ich das hier mal einfach nur teile. Einen Strich hier, dadurch mache. Wenn ich möchte, kann ich das sogar noch ein bisschen größer machen. Dann sieht das noch echter aus. So. Jetzt habe ich auch schon fast fertig vorgemalt. Jetzt male ich hier noch zwei große Fühler dran. Das mache ich auch mit meinem Bleistift. Und jetzt habe ich aber so ein paar Linien in meinem Bild, die ich gar nicht mehr brauche. Also, ich habe angefangen mit dem großen Kreuz. Und dann habe ich hier diese Stellen verbunden und habe hier in die Mitte den Schmetterlingskörper gesetzt. Dann habe ich diesen Flügel hier nochmal
aufgeteilt mit zwei Strichen. Den habe ich ein bisschen größer gemacht an den Seiten. Und jetzt sind noch ein paar Linien da, die ich jetzt nicht mehr brauche. Und deshalb radiere ich die einfach weg. Die brauche ich nicht mehr. So. Und die brauche ich auch nicht mehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch mehrere Schmetterlinge malen. Ihr könnt ja auch mehrere kleinere Schmetterlinge malen. Einen ganzen Schwarm. Prima. Ich mache mir heute gar nicht so viel Arbeit mit dem Hintergrund. Der Hintergrund ist ja immer das, was dahinter ist. Sondern ich fange jetzt gleich mal mit den bunten Schmetterlingsflügen an. Jetzt nehme ich mal meine gelbe Kreide. Und wer jetzt heute das erste Mal bei ist bei der Kreidemalerei, ich breche die langen Kreiden einmal in der Mitte durch, dann kann ich damit besser malen. Dann kann ich sie einmal wie einen Stift in die Hand nehmen, aber auch wenn ich gleich eine Fläche male, lege ich sie einfach hin. Wie das geht, zeige ich jetzt. Ich male jetzt erstmal hier den ersten Flügel. Ich umrande ihn schon mal mit Gelb. Könnte auch eine andere Farbe sein. Ihr könnt also jede Farbe nehmen, die euch gefällt. Ja, ich entscheide mich heute für alle Regenbogenfarben, weil das gefällt mir am allerbesten heute. Aber es darf so ein richtiger Fantasie-Schmetterling werden. Jetzt mache ich mal nur diese Flügel fertig und den spare ich mir. Ihr macht den natürlich fertig, aber ihr wollt nicht so lange warten. Und ich mache einfach hier große Flecken drauf. So mehrere gelbe Flecken. Und jetzt seht ihr, lege ich diese Kreide hier so flach drauf. Ich nehme die nicht wie den Stift, sondern ich lege die hier flach drauf und rubbel die Farbe so ein bisschen hier ab. Und dann kann ich auch noch andere Farben dazu nehmen. Ich nehme mal hier so ein schönes Pink. Sieht bei euch immer her, doch sieht man sich, dass es pink ist. Wunderbar, eine schöne Farbe. Und mache da auch mal mehrere Flecken. Tolles Blau nehme ich mal. Doch, ich kann auch mal ein bisschen Weiß dazwischen machen. Ich habe jetzt hier viele Flecken gemacht. Hier unten nehme ich mal mehr Lila, vielleicht auch Weiß. Blau würde mir noch mal gut gefallen. Und hier noch mal Weiß. Ihr könnt das so machen, wie euch das am besten gefällt. Also je bunter, desto besser. Ihr könnt natürlich auch hier Streifen reinmalen. Das zeige ich mal auf dieser Seite. Das sieht auch toll aus. Wenn ich zum Beispiel so einen Flügel erstmal umrande, mache das jetzt wieder mit Gelb. So. Und dann kann ich natürlich auch mal sowas machen. Tolle Streifen. Jetzt ist das ganze Bild natürlich noch nicht fertig und die schon ein paar Mal beim Kreidemalen waren, die wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Hände, die Finger zum Einsatz. Jetzt verreibe ich diese Flächen und ihr müsst euch nur vorsehen, dass ihr nicht jetzt einmal so kreuz und quer darüber malt, sondern wird das so ein Kuddelmuddel, sondern dass man da so ein bisschen vorsichtig erstmal jede Stelle für sich verreibt. Zwischendurch macht ihr euch am Papier mal die Finger ein bisschen sauber, weil man hat dann viel Staub am Finger. Wenn ich jetzt in eine andere Farbe gehe und ich bin ganz vorsichtig, wo die sich berühren, reibe ich ganz vorsichtig so kleine kreisende Bewegungen. Das
kann man mit einem oder zwei Fingern machen. Und dann sieht das schon, wie ihr seht, ganz schön toll aus. Hier vermischen sich zum Beispiel Weiß und Pink zu einem schönen Rosa. Das ist etwas besser. Oder Gelb und Pink vermischen sich zu Orange. Gelb und Blau werden Grün. Und hier mischen sich Blau und Weiß zu Hellblau. Na, ein bisschen Gelb ist auch noch am Finger. Dann wird es Türkis. Und so kann ich jeden Flügel malen. Und zwar in dem Muster, die euch gefallen. Ihr seid Chef auf eurem Bild. Also, liebe Eltern, die heute das erste Mal dabei sind, die Kinder sind Chef auf ihrem Bild und was sie machen, ist richtig. Es gibt kein Falsch. Ihr wisst das schon. Gut. So, jetzt habe ich hier auch mal meinen Streifenflügel. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn ihr euch für eine Form entscheidet, also wenn ihr euch für diese Punktform entscheidet, dass auf der Seite auch Punkte sind. Wenn ihr euch aber für die Streifenform entscheidet, sollte auf dieser Seite auch ein Streifenflügel sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier Punkte und der untere Flügel hat Streifen. Und das kann man dann auf der anderen Seite auch wiederholen. Da kann man sich eine ganze Menge ausdenken. Auch hier vorsichtig verreiben, so, damit wir keinen Farbkuddelmuddel haben. Farbkuddelmuddel wird immer so ein bisschen graubraun, ein bisschen langweilig. Dann hören die Farben auf zu strahlen. Ja, also deshalb, wo die sich berühren, ganz vorsichtig sein und zwischendurch einfach die Finger am Tuch wieder abwischen. So, der ist noch nicht fertig, aber das ist dann eure Aufgabe, den Schmetterling ganz fertig zu malen. Jetzt zeige ich euch aber mal, wie man jetzt die Mitte macht. Ich nehme dafür mal ein Braun. Könnte auch grün sein, je nachdem, wie die Raupe mal ausgesehen hat. Es gibt ja auch grüne Raupen. Da gibt es ja so viele verschiedene Schmetterlinge. Hier bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Und man kann ganz gut sehen, es reicht nicht, dass man einfach nur versucht, etwas mit Strichen auszumalen, wie man das bei Buntstiften macht oder bei Filzstiften, sondern man kann, damit das alles ausgemalt ist, ganz wunderbar die Finger dazu benutzen. Und schon kann man die ganze Fläche ganz prima fertig malen. Super. So, jetzt male ich aber hier auch noch Fühler dran. So, und dann könnt ihr mit einem Stift, vielleicht mit einem Bleistift, der ein bisschen dunkler ist, hier auch noch dem Schmetterling ein Gesicht malen. Ich halte es euch gleich mal ein bisschen näher in die Kamera, damit ihr das auch genau sehen könnt. Das sieht man jetzt hier gar nicht so gut. Was ihr auch noch machen könnt, ich mag ja Muster so gerne. Hier mit Weiß, ich habe jetzt hier eine weiße Kreide und die sieht ganz toll aus, wenn man hier in diese schönen Flecken auch noch tolle Muster malt. Ich mag ja sehr gerne diese Spiralen, diese Schneckenform. Aber ich kann auch einfach nur meine Kreise hier ummalen. Vielleicht ganz viele Punkte mit Weiß reinmalen. Das sieht auch schön aus. Ganz schöne Möglichkeiten. Oder hier die Streifen nochmal mit Weiß nachmalen. So. Und dann kann ich vielleicht sogar in die Streifen noch Muster malen. Das sieht auch toll aus. Oder Punkte. Oder was euch einfällt. Ihr habt bestimmt noch viel, viel mehr Ideen als ich. Ja, und wenn dann mein Schmetterling so ganz fertig ist, also das stört mich ja, dass hier
der noch nicht fertig ist. Das sieht doch sehr unfertig aus, wenn drei Flügel fertig sind und einer nicht. Das mache ich jetzt mal ganz schnell, damit das nicht so komisch ist. Ihr lasst euch natürlich viel, viel mehr Zeit dazu. Aber jetzt hat mir doch der Schmetterling mit dem fehlenden Flügel etwas leid getan. So. Nun kann er wirklich fliegen. Ja, wenn ihr noch Freude habt und noch Zeit habt, könnt ihr natürlich euch auch noch hier ein bisschen um diesen Hintergrund drumherum kümmern. Ihr könntet Gras malen oder einfach nur ein bisschen Grün drumherum. Ich nehme jetzt hier mal mein Hellgrün. Einfach nur so ein bisschen Farbe da reinbringen. So was könnte man machen. Da oben auch. Oder ein bisschen Himmel mit Blau. Ihr könnt aber auch Blumen malen. Das wissen wir ja, Schmetterlinge lieben Blumen. Und vielleicht male ich hier unten schon mal so eine kleine, schöne Blume, damit der Schmetterling auch lachen kann und sich am Nektar satt trinkt. Na, ich nehme jetzt mal eine rote Blume. Und ihr könnt ihm natürlich eine ganze Blumenwiese malen, was euch einfällt. Und die Blume kann auch Muster bekommen. Ach, ich mag Muster. Blaue Blume hin. So weiter und so weiter. Das darf noch über und über bunt werden. Und ich freue mich schon jetzt wieder auf Bilder, die ihr mir schickt. Habt ganz viel Spaß und Freude und bis zum nächsten Mal. Genießt die Sonne draußen, geht raus zum Spielen. Es ist ganz wunderbar. Alles Liebe, auch euch Eltern. Alles Liebe, tschüss, bis zum nächsten Mal.